Moin moin und hallo, ganz herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde Let's Play Together Daisy. Mit dabei ist wieder der Mike und der Reinhold. Hallo. Tachchen. So, ihr seht schon, oh, der Seto, der hat sich umgezogen, der war shoppen, genauso sieht's aus. Ich habe nämlich mit dem Mike ein bisschen offscreen gespielt. Das hatte den Grund, dass wir am Ende der letzten Aufnahme, die ihr gesehen habt, also am Ende des letzten Partes, sind Mike und Reinhold gestorben. Nee, war das da? Ich weiß gar nicht. Egal. Ja. Ja, jedenfalls hatte ich mir Mike ist so. gestorben, ich war noch am Leben. Also das sind. Ne, Ja, du bist ja vorher noch gestorben. ja, du Rein bist und doch. Kindi. Du bist vom Rathaus gefallen, das meine ich. Stimmt. Ja, das sind die beiden hier. Genau, und ich habe mir so ein bisschen einen Plan gemacht, wo wir hingehen. Und da wollte ich nochmal sagen, also hier, Mike Reinhold, ne, falls ihr irgendwie Ideen habt oder irgendwelche Vorschläge habt, was wir machen wollen oder wo wir hingehen wollen, dann könnt ihr das ruhig sagen, weil das ist ja nicht Nicht nur. zum Airfield. Nicht zum Airfield. Weil das ist ja nicht nur mein Let's Play, dann könnt ihr das ruhig mit einbinden. Ja, mit dem Airfield wäre ich jetzt, ja, sage ich gleich nochmal was zu. Ja, jedenfalls war ich dann mit Mike ein bisschen unterwegs, hab ein paar, wollten eigentlich ein bisschen Sachen suchen und vielleicht auch eine bessere Waffe. Ihr seht schon, eine bessere Waffe habe ich nicht gefunden. Meine Ja, Handfeuerwaffe natürlich. musste ich wechseln von der G17 zu der Makarov, weil ich habe keine Munition mehr gefunden und dann war leer und dann habe ich eine Makarov genommen. Und was richtig geil ist, ich habe einen Ghillie-Suit gefunden, oder besser gesagt, Mike hat das gefunden. Und da ich sowas noch nie hatte und mich riesig gefreut habe, habe ich Mike mal gefragt, ob ich das vielleicht haben könnte. Und er war so freundlich und hat es mir gegeben. Also nochmal vielen Dank an Mike, weil eigentlich hätte er sich das schnappen können. Ja, jetzt habe ich das, habe so einen Das war ich. super hammergeilen Tarnanzug. Das finde ich schon geil. Eine bessere Waffe, also wie gesagt, noch nicht. Mike hat, glaube ich, eine AK, ne? Ja, eine AKM. Genau. Hast du da Munition noch für? Zwei Magazine. Ich habe nur eine behinderte Makarov. Wie Hast du Munition? viele Magazine? Null. Null. Warte. Also ich habe jetzt vier. Mike, Makarov-Magazin? wie Ich viel habe hast? noch genug. Ich gebe ihm mal zwei ab. Wie viel hast denn du? Ich schaue gerade. Eins habe ich noch im Inventar und ich glaube noch drei habe ich ja. Drei habe ich noch hier rumliegen. Ich glaube, ich mache mal eben Also. nochmal einen kurzen Schnitt, weil ich habe gerade irgendwie Schiss, dass ich meine Stimme nicht aufnehme. Okay, also wir sehen uns gleich wieder. Okay, Stimme wurde aufgenommen, das ist perfekt. Und jetzt, gucken wir mal ganz kurz. Was habt ihr an Essen und Trinken? Das sollten wir mal kurz gucken. Essen habe ich zwei Sachen dabei. Trinken habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie viele Wasserflaschen hast du? Wasserflasche habe ich zwei. Könntest du davon eine Reinhold geben? Ich hab Na noch klar. genug, ich hab noch zwei Soda-Cans. Ach so. Ach so, na gut. Na gut. Also ich habe jetzt, warte mal, Essen habe ich. Und ich hab noch ein Waterbottle. Also Ich hab noch vier. Essen habe ich vier und Trinken habe ich auch vier und eine leere Wasserflasche habe ich. Ich habe Essen 5 und dreimal was zum Saufen. Also Essen Essen 5? die Ah, nur cool. zwei. Ja, dann können wir ja eigentlich los. Ja, ich habe Aber ich bräuchte Binoculars. Munition. Hat jemand eine Munition für die Makarov? Ich hab dir schon zwei ins Inventar gepackt. Ich Ins, kann aber gerne nochmal nee, eins. in Rucksack, oder? Ja, in Rucksack. Ich habe übrigens Oder hinten. Ach, Binoculars klar. gefunden. Ich glaube, die waren nicht in, nee, die waren nicht in der Aufnahme bei. Das sind hier die Nee, Ferngläser. nee. Gut. Dann auf. Reload und los geht's. Also wo wollen wir jetzt hin zum Medical Zelt, sagst du, ne? Ja, das wäre hier hinter gleich, wenn wir hier hinten lang gehen. Einfach durchrennen, würde ich sagen, oder so. Da hinten sind zwei Zombies, sehe ich. Ja, soll ich mitkommen? Ja, war. Ich glaube, ich wäre sicherer, wenn wir zu dritt sind, dann machen wir vielleicht einen stärkeren Eindruck. Nehme ich auch die Stärkeren AK in der Eindruck. Hand, als Ich hab, ich, ich hasse das bloß. der stärkere Eindruck hat auch letztens als die uns weggesnipert haben, auch nicht benutzt. Aber Ja, ich stimmt. würde es besser finden, wenn ihr vielleicht kleine Lücken lasst oder sowas, dass wir nicht unbedingt. Genau nebeneinander laufen. Ja, okay, dann. Und Ich guck mal weiter, wenn ob ihr da einen noch Schuss hört, jemand sagt ist. sofort Bescheid, dass die anderen dann wegrennen können. Also, wenn er da jetzt langlaufen, ne, dann seid ihr gearscht. Ja, ich wollte gerade sagen, da sind so viele Zombies. Hab Ja, ich ich auch. laufe hier draußen rum. Ich lauf mal geduckt, ne? Ja, dich sieht man, glaube ich, eh erst. Ach nee, das macht er auf Zombies gleich aus. Nee, nee, auf Reinhold, du bist ja ganz falsch. Echt? Ja, wir laufen nicht, wir müssen hier hinten lang. Reinhold! Das ist hier hinten, wenn Nee, das du ist gar der nicht. Straße folgst, Wo ist ist denn es genau Reinhold? links neben der Straße. Alter, bei mir ist das hier alles so richtig überblendet. Kennt ihr das ASDF-Movie? Ja, okay, Ah. nicht. Wie bin ich hierher gekommen? Ende. Genau. Ja, also der Skill ist huge, also hier mein Ja, erzähl. Tarnanzug. Der macht keine Auswirkungen, hat keine Auswirkungen auf Zombies, die sehen mich immer noch genauso gut. Bloß halt Spieler, ne? Also wenn ich mich so ins Gras lege, dann dürfte Ja. man mich schon relativ schlecht sehen. Zumindest nach Mike auch sagen, und gut, das sehe ich ja selber, dass Ja. man.
Ja, ich hab übrigens. Oh, ich Zombie ist hinter mir her, Zombie ist hinter mir her, Zombie ist hinter mir her. Oh, das ist jetzt also dann schlecht. Ja, dann schneide ich einen Tod. Dann was? Willst du schießen? Ja, ja. Die Zombies sind weit genug weg, die hören uns nicht. Na gut. Ich glaube, ihr müsstet schießen, ich treffe nicht. Aber. Jetzt habe ich die ganze Zeit im Kopf, alles hat ein Ende, bloß die Wurst hat zwei. Alter, willst du mal sterben, das Mann? Boah, nicht so viel ja. Schießen, versuch mit Headshot. Jetzt verpisst er sich. Ja, der hat Angst. Also Headshot kann man. Reinhold, schießt mal nicht beide, schießt mal immer nur einer, ja? Ah, jetzt ist er tot. Alter, zwei Magazine hier für so einen Zombie. Nee. Ich habe nur zwei Schuss ausgebraucht. Alter, der wollte nicht sterben. Hat er wenigstens was dabei gehabt? Ich hoffe es mal. Er hatte 30 Round AK. Für die AK-74, AK-74 Cobra, AKS, AK, ne, brauchen wir nicht. Für deine auch? Ne. Ne, ne, für meine nicht. Wo seid ihr? Hinten. Sonst? Ich würde. Hinten. Also bei Manic fällt nur ein Eingang, ne? Ja, genau. Ich komme aber nicht mit rein, geht ihr beide, ich warte hier draußen mal in dem Wald und dann, falls irgendwas ist, komme ich rein, okay? Hm. Also ein bisschen Schiss habe ich schon, wenn da einer ist und dann steht der da und knallt uns alle nieder, dann ist schon ein bisschen kacke. Ja, ich habe die AK, die werde ich dann auch nutzen, ne? Ja, mit der, ich glaube, mit der würde ich auch reingehen in die Zelte. Naja, Reinhold, kommst du mit? Jo. Gut. Der Eingang ist auf der Seite hier, oder? Der Eingang ist hinten, da ist so ein ganz kleines bisschen Stacheldraht weg. Weil ne, es gibt wirklich hinten? Nee, ich bin aber auch mal von der Seite hier reingegangen. Wo seid ihr gerade überhaupt? Das Tor kriege ich nicht auf, soweit ich weiß. Wo seid ihr? Ach da, okay. Siehst du mich? Ich bin hinter dem Busch gerade. Wo ist denn Reinhold? Aber von der Seite, wo ich hier stehe, kommt man auch rein, ne? Echt? Mhm. Wo bist denn du? Ach, da hinten, ja, ich sehe dich. Siehst du einen Zombie in der Nähe bei uns? Na, nur da. Nur da, wo ihr. Da drinnen kann ich. Hier rein? Stimmt, ich fange jetzt auf. Ja, Mike könnte ab und zu noch ein bisschen lecken, aber. Hier ist offen. Das liegt daran, dass mein Vater im Internet ist. Schnell mal rüber und dann sofort. Und geht denn alle Hochstände rein, ne? Hinlegen. Oh, wie geht man nochmal hoch? V. Ja, ich hab's vergessen, wie man hoch. Also sofort hier hinlegen und dann in Sicherheit sein. Das ist hier so gefährlich manchmal. Ganz weiter draußen eigentlich langlaufen. Ich bin das. Okay, gut. Siehst ja den Typ mit der AK hier rumlaufen, das bin ich. Falls ich mal irgendwie disconnecten sollte oder so aus Versehen, nicht wundern. Reinhold, wie sieht's denn bei dir eigentlich bluttechnisch aus? Habe ich 1200. Was? Ja, nein, 12.000, sorry. Ist auch gut. 1200 Blut, hm? Eine Fake-Leiche. Das ist. Ein Spieler, Fabi? Ja, ne, ich habe mal eben kurz geguckt hier bei den Gebäuden und beim Airfield. Okay. Ne, ich sehe. Reinhold, schaust du mal die hier durch? Jo. Ich weiß nicht, ob da was ist. Danach müssen wir halt mal auf die Hochstände, weil die werden. Das ist das Wichtigste von allen. In den Feldern ist nämlich nicht wirklich was drin. Ne, hier ist nichts. Ne, hier auch nicht. Weil als ich da mal drin war, habe ich auch nichts gefunden, ne. Deswegen habe ich irgendwie die. Ich hab hier was gefunden. Also schon öfter. Wie ich sehe, auch in anderen Let's Plays findet man hier wirklich so seltenes Zeug manchmal. Und ich habe auch die AK hier gefunden, also daher. Ja, so eine AK für jeden, also vielleicht zwei AKs und eine Sniper, das wäre richtig geil. Ja, mir am liebsten eine Sniper, weil damit kann ich, das ist ein bisschen armer gezockt, weil das sind ja eigentlich die Waffen. Ja, aber nur Sniper, ich meine, Ich kann dann übelst gut. Oh, Mike, ja, du wächst gerade ziemlich. Ja, ich merke schon. Nicht immer runterfallen wieder, ne? Ne, ne, da war ich was gehört. Fuck, hier oben ist ein Zombie drauf. Oh, pass auf, dass der dich nicht irgendwie runterbackt oder so. Ich bin gar nicht hochgegangen, da oben lag nämlich gar nicht. Reinhold, oh, hier ist runter. Ein Zombie, ja. Geh schnell ins Zelt, dann verpiss dich irgendwie. Weil ich will jetzt ungern schon schießen. Wissen du? Weggerannt. Warte, habt ihr bis jetzt noch nichts gefunden? Nee. Oh, der Zombie kommt.
Du hast Munition. Headshot. Kann ich nur dazu sagen. Also stehe ich jetzt nur auf den hinteren Hochstand hier nochmal und wir verpissen uns. Ich würde gerne nochmal zum Airfield gucken, wenn ich ehrlich bin. Wenn du möchtest, können wir dann hingucken. Oh, hier ist wieder ein Zombie. Hilfe, ich bin von Zombies überlagert. Na, dann komm rausgerannt. Nein, recht. Ich weiß aber nicht mehr, wo raus. Gehen. Hier, was werden hier? Ich hätte hier für eine M240, also eine 100-Schuss-Waffe. Ja, aber die sind nicht so. Also das ist richtig, da musst du gleich runter. Die Waffen sind. Die nimmt doch, glaube ich, zwei Inventarplätze weg oder so. Oder? Ja. Hm. Ich verpiss mich, tschö. Ja, wo läufst du denn? Ja, warte bitte. Blöd ist bloß, dass keiner von uns. Also, ich habe eine Axt bei, aber ich kann die eben nicht ausrüsten. Oh. Ich bin weg. Problem ist, ich komme hier nicht raus. Die Zombies haben mich umzingelt. Ja! Wo seid ihr denn? Reinhold, wo bist du denn jetzt rausgelaufen? Also sehen nicht, ja. Reinhold, kommst du mal in die Richtung, von der wir gekommen sind? Ich glaube, ich sehe ihn. Ich bin im linken, also im vordersten, Teil drin. Hier ist aber eine Müll. Also im Jägerstand bin ich gerade. Ich gehe hier gerade wieder runter. Ach, da. Ja, ich seh dich. Ja, dann kommt am besten da wieder hin, also von der dahin, wo wir gekommen sind. Drüber mit mir. So. Ist denn Tommy irgendwo, ne? Nö. Wo seid ihr? Ja, ich stehe hier noch, ein bisschen weiter abseits. Ja, da guck nach hinten, guck hinter dir. Da bin ich. Hinter mir? Ja, wo du bist gerade hier. Ich seh dich nicht. Da hier, guck, da, hier, hallo. Ach, da ist. Ey, ich hab dich schon nicht. So, ach, da ist Fabi. So. So, ab Merfield oder? Habt ihr keine Zombies angelockt? Das ist gut. Nee. Das ist ja schön noch. Und weil an den Jägerständen, da einer ist drinnen und an den anderen hocken drei vor. Und dann will ich da lieber doch nicht rein. Soll ich schon mal ganz kurz, ob ich vielleicht irgendwas aus der Entfernung. Warte mal, ich wurde gekickt. What? Ping too high. Mein Ping ist so hoch. Mein Ping zu high. Ich versuch es nochmal. ein Riesenreinhold. Ja, wollte gerade sagen. Wäre cool, wenn er kurz mal da bleiben könnte. Jo. Weil nicht, dass ich jetzt gleich spawnen und dann sieht mich wer und ich bin tot. Also falls gleich neben euch wer irgendwer auftaucht, das dürfte ich sein. Und das Gute ist diesmal auch, dass ich endlich mal nach einer Pause auch wieder da gespawnt bin, wo ich disconnected bin. Ich glaube, das hatte ich nur gar nicht. Oder nur sehr, sehr selten. Ich weiß nicht, von was das abhängt, aber ich logge mich jetzt nicht mehr in direkter Nähe des Airfields aus. Also wir lagen jetzt auch ein bisschen weiter abseits. Weiß nicht, woran das liegt, aber ich war dann wirklich, also auch wenn ich mich beim ersten Mal eingeloggt habe, also ausgeloggt nach der Aufnahme und eingeloggt beim nächsten Mal, war ich gleich woanders. Ich konnte nichts machen. Ich hatte zwar meine Ausrüstung noch, das war gut, aber ich war da teilweise wirklich so weit weg, dass auch als ich offscreen war, da musste ich so weit laufen, das war die Hölle, ey. Da warst du ja richtig weit entfernt, sag ich mal. Ja. Und da haben wir uns ja erst nach einer halben Stunde so gefunden. Aber eigentlich wären die Wohnblöcke wirklich nochmal eine gute Idee danach. Weil da war ja wirklich seltenes Zeug drinne schon. Ja, das stimmt, aber ich will halt auch mal endlich mal woanders hin, deswegen. Ja klar, es ist ein bisschen langweilig, wenn wir an den gleichen Orten sind. Wir haben Verpflegung, wir haben, naja, ich sag mal, Waffen nicht so. Ja, deswegen. Aber also ich würde gerne, also los, wenn wir Waffen hätten, würde ich sofort los, aber so wird es schon schwerer. Am geilsten wäre schon, wenn wir alle eine Haupt- und eine Sekundärwaffe hätten, dann. Und ich hätte leider nur eine Hauptwaffe. Naja, kriegst eine Axt. Mit Sekundär. Ach genau. Aber genau, ich geb dir mal eine Axt, Reinhold. Ich glaube, ich bin gleich da, ne? Ich weiß nicht, ob ihr mich schon seht oder so. Reinhold, ich pack dir jetzt mal eine Axt in dein Inventar rein. In deinen Rucksack. Und das, dann rüste mal die Axt lieber aus. Und dann wechsel bloß zur Makarov, falls es nötig ist. Aber in Nahkämpfer. Oh, ich hab noch Fleisch in meiner Tasche. Das ist gut. Jetzt habe ich sechs gekochtes Fleisch. Das ist gut. Sechs gekochtes Fleisch? Ja. Boah, hast du so viel Fleisch, ja? Er hat doch meinen letzten, mein letzten. Ach so. Übrigens, mit K kann man einen Kompass aufmachen. Hab ich herausgefunden. Shit. Reinhold, hast du noch. From Toolbed Belt. Ja. Soll ich draufdrücken? Ja. Ja. Ah, gut. Jetzt müsstest du noch drück mal F oder so zum Waffe wechseln oder so, genau. Warte. Eigentlich eine Bluttransfusion. Schießt jemand? Boah, hier schreibt mich immer. Nachladen. Gut, ich hab die Axt ausgerüstet.
Ich brauche keine, ne. Ich guck mal eben nach. Ich habe 1, 2. Ich habe 4 Blood Packs bei. Ich schau mal kurz nach, was ich alles dabei So, hier habe. kommen wir jetzt. Lass mal weitergehen hier. 4 Blood Packs, ein Epipen, 2 Morphin und 2 Painkiller hätte ich dabei, ne? Wie viele Blood Packs? 4 Stück. 4, okay, sehr gut. Jo. Lauft ihr geduckt? Ja. Ja. Reinhold, Ich renne jetzt durch. wir müssten dann aber Gelegenheit mal kurz ein bisschen irgendwie was tauschen, weil ich würde mal gerne ein gekochtes Fleisch nehmen, weil das heilt 800 Leben auch. Und ich habe so um Nee, die. soweit ich weiß, du hast schon 900. Ich habe jetzt so um die 11.000 und da lohnt sich kein Blood Pack, da würde sich sowas ganz gut Ja. anbieten und Essen bräuchte ich sowieso bald. Ja, ich auch. Aber ich habe ja noch meine komischen fränkischen Bohnen oder was es da sind. Fränkische Bohnen. Ja, Franken Beans. Ich weiß nicht, ob das so heißt. Da müsste man noch so eine Werbung draus machen. Kann ja auch sein. Ja. Also, Das war mal wichtig, dass ich da ich freue mich gerade übrigens, habe ich schon gesagt, mit dem Server, dass wir jetzt relativ schnell den Server gefunden haben. weiß. Glaube ich noch nicht. Weil das war sonst immer nicht der Fall, haben wir immer ziemlich lange gesucht. Und Mike hat dann hat mal wieder Held gespielt und hat uns einen tollen Server gesucht. Das Total. erfüllt alle Kriterien, nachdem wir immer Ausschau halten. Hier sind nicht so viele drauf. Ich glaube, so 10 Mann sind jetzt hier, glaube ich, drauf. Es ist Tag. Ja. Und wir können alle flüssig spielen. Ich habe zwar einen ziemlich hohen Ping gehabt, aber wird es soweit flüssig. Wenn ich in eine Stadt gehe, gut, dann wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen leiden. Lässt sich aber ist ja noch So, Reinhold, warte mal kurz. Ich will mal kurz hier eben mal tauschen.